So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakengard 3. Beim letzten Mal haben wir Tu getötet und natürlich direkt Cent mitgenommen. Und naja, dann werden wir jetzt zu One aufbrechen, was dann auch schon die letzte sein sollte. Was da wohl passieren mag, wir werden es herausfinden. Los geht's. Anscheinend sind wir noch nicht aufgebrochen und haben noch ein letztes Mal gerastet, bevor wir dann, naja, aufbrechen halt zu One. Our journey has become long indeed. I always knew it would. Of course, my lady. Such things only you could have foreseen. I pray you enjoy a deep and restful sleep tonight. I shall remain by your side and guard you from whatever may occur. Right. I'll do my best. Denke, dass du bist zwar nett, aber trotzdem gruselig, wie du es halt immer bist. Man, this crew's getting out of hand. Everyone's all yap, yap, yap all the freaking time. I personally enjoy the companionship. I find it lively. Lively? All it does is make us more likely to be spotted by some monster. So long as Lady Zero is safe, nothing else matters. Oh, now I get it. You just want to give Zero a few more meat shields, huh? More disciples means more people for her to abuse. That how it is, Freak Show? Ja, so in etwa. Wahrscheinlich. Oh, you want to know more about me? Well, I'm exactly what I seem. Ein Emo. A fine, beautiful example of a man. Ach so. I find my good looks often turn off the little people. But what can you do? Can I punch him? Like, in the face? Oh, yes. Speaking of punching, it's trivia time. You've heard the expression, turn the other cheek, yes? Well, it's not just an expression. Oh, my, no. It actually comes from an ancient medical text concerning how to adjust jaw lines and bone structures. Really? Of course not. He's full of shit. Come on, just one punch! Aber ich mag ihn. Du sollst ihn nicht ins Gesicht schlagen. Das sieht ja weniger gut aus als... Naja, jetzt. How odd. I can't seem to stop shaking. What's wrong? Nervous? As shameful as it is to admit. But you know, my lady, doctors say a passionate night of log jamming is the perfect cure for such ailments, hmm? Forget it. Then give me 3 days, would you? I need 72 straight hours of self-pleasure before I'm ready for combat. Nope, not happening. Alter! Das tut doch weh, Okta. Okay. Kein Wunder, dass du schon so alt aussiehst, hast recht. There's just one sister left, huh, Zero? Finally down to one. So I guess you're gonna kill her now, huh? You got a problem with that? It's just that we've killed a lot of people now, you know? And? Well, when I try to sleep, sometimes I can still hear them screaming. Do you, Zero? Do you hear them scream? No, I don't. Wow, Zero. You sure are strong. Ja, Zero ist ein ganz schöner Badass. Shall we? Lady One's in the Cathedral City, which is protected by a strong defensive network. Thus, I believe an aerial invasion would be our best strategy. Huh. Well, at least you're good for something. But my lady, you already know that I'm of great use during these long dark nights. So, we're fighting again. Yep. Okay. Hang on to me, Zero. To conquer the enemy stronghold in the Cathedral City, Zero's group decided to stage an attack from the air. But what they found waiting for them there was none other than One herself. The final intoner. Jetzt schon? Na, das ist doch schon ein bisschen zu schnell. Also ich glaube nicht. This city's really fancy, huh? Look at all these buildings. They're tall. Really tall. Maybe so, but the city's still dead. And soon it'll be drenched in blood once more. Ja, sieht auch nicht unbedingt so aus, als würden noch Leute leben. How are things proceeding up there?
You mean besides the million and one assholes trying to kill us? Ah, yes. We feel much the same down here on the ground. This is Lady One's personal guard. The fiercer they attack, the closer we must be to our goal. Good to know. Und man sieht jetzt auch noch viel besser, als ich es am Anfang des Spiels ja schon erwähnt habe, dass man da ja schon gesehen hat, es ist eigentlich eine moderne Stadt. Ein bisschen runtergekommen, aber nur moderne Stadt auf jeden Fall. Da ist tatsächlich schon One. Warum? Aber okay, dann halt jetzt schon. Meinetwegen, habe ich nichts gegen. So, ausweichen. One, get over here. Let's settle this. Settle down. Such shouting doesn't become you, sister. I can hear you fine. Ist es so? My fireballs don't seem to be hurting him. His skin's too tough. We're gonna have to hit his weak point. Und was ist sein weak point? You transformed. Ich meine, Schaden macht das ja schon. Where's the disciple you used to summon that thing? I have no disciple. What? Disciples are little more than tragic, pitiful tools. I have no need for such things. Same old one with her same old bullshit. Controlling a dragon without a disciple? What kind of trick is that? Hey, it takes more than a trick to control a dragon. I bet one and her dragon are really close too. Kind of like you and me, right, Zero? Best friends forever. What they're bound by isn't friendship. Mann, die spricht mir immer dazwischen. Aber ja, das wird, glaube ich, keine Freundschaft sein. Ich meine, das Vieh sieht doch nicht allzu nett aus. Aber das ist nur so meine persönliche Einschätzung. Man soll natürlich niemanden nach seinem Aussehen beurteilen und so weiter und so fort. Aber trotzdem sieht das nicht allzu nett aus, das Vieh. Ha. Aber Schaden mache ich echt nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo mehr Schaden mache an ihm. An den Flügeln oder so. Die sind relativ ungeschützt aus tatsächlich. Ich habe keine Ahnung. Okay, was soll das jetzt werden? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber da war gerade eine Videosequenz. Okay, meinetwegen. Haben wir halt die Position gewechselt oder so, ich weiß es auch nicht. Ah, weiter drauf schießen. Viel mehr kann ich ja gerade nicht machen. Ich kann auch die Flügel versuchen zu schießen oder auf sein Gesicht jetzt. Okay, ein Laser. Warum auch nicht, ist kreativ auf jeden Fall. Oh mein Gott, ich sterbe. Gib mir mal so einen kleinen Trank. Okay. Kann ich mit Dreieck noch irgendwas machen? Ich hab's wieder vergessen, wie das hier funktioniert. Ich glaube nicht. Ah, so ein Scheiß Bauch. Auf den Kopf! Ins Gesicht schießen! Ja, treffen ist nicht so meine Stärke. Nichts ist meine Stärke, verdammt normal. Sprechen ist nicht meine Stärke, treffen ist nicht meine Stärke, kämpfen ist nicht meine Stärke. Ihr wisst es, ne? Danke. Komm schon, weiter ins Gesicht schießen. Auch wenn alles abgeblockt wird. Jetzt ins Gesicht, jetzt ins Gesicht, jetzt. Hab ich viel Schaden gemacht? Nein, habe ich nicht. Das ist deprimierend, Leute. Nichts macht vernünftig Schaden. Nichts. Okay, aber anscheinend sollte ich auch gar nicht so viel Schaden machen, sondern hauptsächlich überleben, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ah, naja, wir fliegen jedenfalls durch Straße, um Straße, um Straße, auch wenn keine Straßen mehr zu sehen sind, aber... Whatever, da waren irgendwann mal bestimmt Straßen. Ich meine, ich sehe da irgendwelche Brücken und so. Da ins Gesicht! Holy fuck! Schnell einen Trank nehmen und noch einen am besten. Warum auch nicht? Ich meine, kosten Geld, ja, aber... Passt schon. Was? 30 Sekunden? 30 Sekunden ist dann vorbei oder was? Hä? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, wahrscheinlich habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber was habe ich falsch gemacht, ist die Frage. Fuck. Mann, was soll ich denn machen? Da fuck. Das war jetzt erst die Hälfte der Leben. Das kann doch nicht sein. Irgendwas mache ich falsch, auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht was. Ich würde es aber gerne wissen. Wirklich. Ich treffe nicht. Leck mich am Arsch. Ja, jetzt ist vorbei, ne? Ja, geil. Oh, ich hätte auch einfach auf die Idee kommen können, den Turnermod einzusetzen. Der ist total OP. Wow. Im Ernst jetzt? Okay, ja. Wäre leichter gewesen von Anfang an. Ja, whatever. Na dann, weiter geht's. Endlich.
Ernsthaft jetzt? Where the hell is one? Ja, irgendwie ist Mikael echt rassistisch. Holy shit. Okay. Das war fantastisch. Ich meine, wir wussten ja schon, dass er die hasst, aber... Ja, ja, okay. Das ist... Okay. Oh Gott. Tut mir leid, ich kann dazu nicht viel sagen, aber... Gut, hat mir gefallen. Gut, Mikael. Hast interessante Ansichten. How's it going up there, Z? Bunch of wyverns trying to kill me. How about you? Fantastic, thanks! There's blood everywhere! It's even in my eyes! You know what? Good for you. Ja, freuen wir uns doch einfach mal für ihn. Right. We better go by foot from here. Ja, langsam wird's echt gefährlich mit den einstürzenden Gebäuden und so. Okay, los geht's. Und da sind wir wieder in der zerstörten Stadt zu Fuß. Wie am Anfang des Spiels bereits. Nur wie gesagt, jetzt ist es viel offensichtlicher, dass es eine moderne Stadt ist. Support me from the air. Me? You see anyone else here who can fly? We got you covered. There goes. Guess I'm the best man for the job. Incoming enemies reported. Naja. Locate and pursue. There she is. We're under attack. Stay calm. Give it all you've got. Don't let her set foot in the cathedral. Yeah, victory will be ours. Retreat. Retreat. There's nowhere to run. Stand and fight. Die sind viel zu optimistisch, ganz ehrlich, und hört auf, mich anzugreifen. Ich renne einfach an denen vorbei, weil warum nicht? Keine Zeit hier zu verschwenden. Aber weiter in den ersten Ladevorgang rein. Und Pferde kommen angeritten halt. Ihr wisst, was ich meine. Zwei davon. Sollten wir keine Probleme eigentlich machen. Kommt schon. Ja, so viel halten die auch nicht aus dem Gegensatz zu anderen. Ich nehme mal den Speer dafür. Ausweichen. Drei. Mach noch Schaden. Jo, einer ist tot. Ich finde das toll. Ich renne mal in die Reihen. Also ich renne in die Reihen, die reiten in mich rein. Ich mache mehr Schaden, die sterben. Fantastisch. Das sind die wahren Profi-Taktiken hier, die ich einsetze. Ich bin immer kreativ. Wer weint da? Ich greife nicht mal jemand an. Aber okay, meinetwegen. Meinetwegen, jetzt schreien die schon rum, ohne dass ich angreife. Warum auch nicht? Und da warten schon die nächsten Vollidioten. Warte mal. Ist das nicht der Ort, wo ich angefangen habe? Genau dieser Ort hier? Kommt mir nämlich gerade so vor. Das muss ich natürlich unbedingt einsammeln, was darum lag. Auch wenn ich's. Naja, ist halt einfach nur Geld. Quasi. Aber. Nee, ich glaube, das sah mir so ähnlich aus, oder? Ja. Keine Ahnung. Die Orte hier sehen alle gleich aus. Ist halt eine Stadt. Eine kaputte Stadt. Ende. Keep attacking. We outnumber them. Oh, come on. Sir, yes, sir. More of them? Remember who Bring you fight it for. I'll tear him limb from limb. Sounds like trivia time. Did you know limb from limb originally referred to trees and not body parts? Never mind übrigens. Ich komme doch hierher. Also, das war doch das erste Gebiet. Denn hier kam dann dieser Titan. Jedenfalls, ne? Ihr wisst, wen ich meine, glaube ich. Und da ist dann Mikael gewesen, hat gegen den gekämpft, dann kam noch mehr und ja, irgendwie sowas, ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, war halt der erste Part. Ne? Ist schon lange her. Schon so 10 Parts ungefähr, keine Ahnung. Natürlich, und jetzt einfach wieder hier. Schön. Ja dann, diese Woche bin ich fertig. Okay, haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon, nur dann kam halt noch mehr, ne? So war das, ich weiß es nicht mehr. So, ich nehme erstmal einen Trank. Und jetzt kommt der Intoner-Mode erstmal. So, und dann ramme ich da rein. Obwohl, kann ich ja gar nicht. Denn im Intoner-Mode hat man keine Waffen. Oh Mann, ich war schon fast stolz auf ihn. Und dann sowas. Okay. Aber hey, Mikael bessert sich.
Er wird langsam zu einem ansatzweise intelligenten Drachen. Aber nur ansatzweise. Ha. Ausweichen bitte. Nein? Okay, dann nicht. Und weiter. Ja, ich finde den Sperrmeter leider gar nicht mehr so scheiße, wenn man damit so reinrammt. Das macht Schaden und ist cool und genau, ne? Das sind gute Argumente, finde ich auch. Werf mal an, meinetwegen. Ich mache einfach weiter, okay? Gut. Oh, ich kann gerade auf den Kopf, naja, angreifen halt. Würde vielleicht mehr Schaden machen, ich weiß es nicht. Ist es jetzt eine Schwachstelle? Ich kenne mich nicht so aus mit dem Spiel. Auch wenn ich es jetzt schon seit 10 Stunden oder so spiele insgesamt, aber ey. Whatever, whatever. Komm schon, stirb! Danke! Aber wo ist denn dann One? Wenn die an derselben Stelle ist, wo wir letztes Mal gegen alle gekämpft haben zusammen, dann sollte das echt nicht mehr weit sein. Die müsste dann ja schon am Ende der Rückkehr sein. Was mich ein bisschen verwundern würde, weil... Naja, keine Ahnung. Aber das letzte Kapitel ist echt ziemlich kurz. Ich meine, das letzte war jetzt auch schon kürzer. Also das hier vor, das Wüstenkapitel. Aber... Ich denke auch nicht, dass das hier allzu lang wird, aber... So kurz würde mich schon verwundern, wenn wir jetzt schon auf One treffen hier hinten. Ich renne einfach mal an allen Sachen vorbei, weil warum nicht? Och, und da sind sie plötzlich alle, ne? Und werden kaputt geschossen. Natürlich, wir fallen runter. Damit hätten wir das dann auch schon geklärt. Wir sind doch noch nicht da, weil wir sind runtergefallen. Fantastisch. Und wir sind eingesperrt. Nicht wahr? Hallo? Gegner? Irgendwo? Oder ist das nur ein Ladevorgang? Hallo? Ist das ein Ladevorgang? Anscheinend. Ah, und es sind doch Gegner. Fantastisch. Ich freue mich jetzt schon. Okay, ich bin bereit. Oh, für zwei von euch. Ich schneide das raus, sie sind langweilig. This shit really is never gonna end, is it? Oh, oh. Need someone to ease that tension? You're not helping, Octa. Freaks. I wish they'd never been born. That's a serious wish to make, Dino. Whatever, Decadus. Sometimes I wish you'd never been born either. Alter! Warum bist du so fies? Ich meine, okay, Decadus ist ein ganz schönes Mischstück, aber... trotzdem. Das ist nicht nett. Aber wahr. Hast eigentlich schon recht. Eigentlich wünsche ich das auch manchmal. Und er freut sich auch noch drüber. Man, this stupid dust is getting into all my cracks. I'm gonna need a bath soon. Oder was? What do you say, Z? You wanna join me? Ja, ja, bestimmt. Bestimmt. Würde es jetzt bestimmt auch sagen, wenn da jetzt nicht ein Nadelfolgen wäre, der alles kaputt macht, aber. What do you say, Z? You wanna join me? Nein! 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 Ich hätte stehen bleiben sollen! Ich habe mich schon gefreut, dass er den Dialog wiederholt! Okay, weiter Richtung One. Sollte echt nicht mehr so weit sein, oder? Nö, scheint nicht so. The enemy's anxious to go out in a blaze of glory. Well then, let's not disappoint the bastards. Machen wir nicht. Wir werden sie alle auseinandernehmen. Was zur Hölle ist das? Okay, Imps. Warum auch nicht? Sind auch mal wieder interessante neue Gegner auf jeden Fall. Würde ich mal so behaupten. Another freak of nature. Flying beasts. Imps, I would imagine. They say they feast on the livers of humans. That's quite the habit they've got there. Once we clear these soldiers out, the cathedral should be close. Huh? Are you asking for help from little old me? It does make sense to use the best arrow in your quiver. I knew you'd come crawling to dear old Scent eventually. Octa,
Can I ask you a favor? Oh, ignoring me, eh? Such bashfulness really is unbecoming. Ach ja, Sen, du bist schon ein ganz toller Typ, wir wissen das alle. Ist okay. Is he dead? Hey, is he dead? Oh, look at all the blood! Do me a favor and skip the medics, would you? Dito wird irgendwie mit jedem einzelnen Abschnitt abgefuckter im Kopf und abgefuckter im Kopf und abgefuckter im Kopf. Hingegen dazu wird Deckett ist immer normaler mittlerweile. Also irgendwie, keine Ahnung. Ah, bleib stehen, du verdammter Imp. Oder bleib fliegen, was auch immer. Eigentlich bleib stehen, weil dann könnte ich dich endlich mal treffen. Denn nein, ich bin nicht gut im Treffen. Ich könnte mal so ein Chakra mir nutzen. Warum mache ich das nicht einfach mal? Weil ich nicht so schlau bin, natürlich. Da, draufwerfen bitte. So, und jetzt draufhauen. Das macht so wenig Schaden, ich sollte mal wieder wechseln eigentlich. Und jetzt ist er schon wieder in der Luft. Egal, stirb. Schön. Ja, es hat mal wieder... Hat sich ein bisschen hingezogen auf jeden Fall. This is such a drag. Can we just kill everyone and get the hell out of here already? Ja, ja, ich versuch's. Ich beeile mich doch schon. Ich renne doch schon allen vorbei eigentlich. How is it that I keep ending up fighting these stupid battles again? It's all for Lady Zero, of course. The simple truth is, we're all completely helpless against her charms. You gotta be kidding me. Der Dialog ist einfach hängen geblieben. Also, der ist da hinten noch irgendwo wahrscheinlich. Aber dann bin ich weitergelaufen und dann dachte sich der Dialog so, nö, ich gehe jetzt nicht weiter. Ich mache jetzt einen anderen Dialog hin, damit wir die anderen Dialoge noch durchkriegen, bevor du das Kapitel geschafft hast. Also, scheiße aber auch. Ja, ja, Schaden. Hier, ich zeige euch, welchen Schaden ihr gemacht habt. Den Schaden habt ihr gemacht und jetzt nicht mehr. Alter, lasst mich doch mal in Ruhe. Überall durchrushen. Das ist mein Job. Schon seit Dark Souls. Holy shit. Lasst mich in Ruhe, bitte. Ich kann nicht mal mehr vernünftig aufstehen gerade. Okay. Hä? Aber du hast doch gerade gesagt. Hä? Wir keepen going und töten dieses dreiköpfige Hündchen, was diesmal eine etwas andere Farbe hat. Sieht irgendwie aus wie ein... keine Ahnung. Ja, es ist ein grauer Cerberus. Warum auch nicht? Nehmen wir noch einen mittleren Trank, bitte. Und ich würde sagen, in Intoner Mode all the way. Kreativ. I figure I might as well help Z out as long as I'm here. You see, Dito, the power of genuine friendship conquers all. Yeah, yeah, don't get your panties in a bunch about it. Creeping me out. Ja, mittlerweile ist Dito echt ein bisschen. I dream of one day living in peace, Brett. The bitter truth does not escape me. I know in my heart that I was born for combat. I am a disciple. Created only to serve an intoner. I agree completely. And how about you both shut up and make with the kill? You stole the words right from my big, beautiful mouth. Also, auf welcher Seite ist Sand? Auf Ditos Seite? Verdammt, da mag ich ihn jetzt doch schon wieder weniger. Ha, naja. Nicht, dass ich Okta und Deckett das unbedingt toll finde, aber... I shall follow Lady Zero to the ends of the earth. What have you done? Then I shall ascend to heaven without regrets. Aber jetzt gerade ist Dito ziemlich gemein. Ich möchte das mal ganz kurz anmerken. Ich will mir Tour hinholen vor allem. Das ist gerade das Allerwichtigste. So, gib mal her, was immer da drin ist. Geld. Ne, eine Waffe. Oh, dann gut, dass ich sie mitgenommen habe auf jeden Fall. Okay, und nochmal drauf, damit sollte es langsam auch gewesen sein. In Toner Mode bitte. Naja. Aber vielleicht hat Dito auch recht. Ich meine... Ist schon scheiße. Und so. Alles. Entoner sein und so. Ich meine, Disciple sein. What? Ey, ich bin gerade gestorben. Fuck my life. Nein. Nein. Am Arsch. Doch nicht jetzt. So. Endlich. Aber ja, ich stimme eigentlich doch Tito zu.
ich habe mir noch mal den Dialog jetzt durchgelesen beim zweiten Mal und ja, ja, Dito und Cent haben recht. Gut, okay, meine Meinung ändert sich sehr schnell, ich weiß. Deckelus und Ogdai sind immer noch Vollidioten. Und da sind wir auch schon. Oh wow. Well, this is it. It's what, my lady? I won't be needing you anymore. I can handle the rest by myself. My lady, please. If you're worried about us, no. It's unavoidable. Disciples can't remain in human form without an intoner's power. Sooner or later, you'll disappear. So before that happens, I'm giving you your old forms back. Goodbye. Okay, die Disciple waren also die ganze Zeit über Tauben. Whatever, warum auch nicht? Ich meine, es ist schon... Kommt öfters vor, dass Menschen Tauben sind, beziehungsweise Tauben aussehen wie Menschen und sich verhalten wie Menschen. Zumindest in diesem Spiel und in Hardful Boyfriend und mehr Beispiele fallen mir gerade nicht ein und... Okay. Warum auch nicht? Dann würde ich sagen, brechen wir beim nächsten Mal alleine mit Mikael in Richtung One auf und töten sie hoffentlich. Sollte nicht mehr so lange gehen. Na dann, auf geht's und so. Ciao.